Ja, deine Birovka 3:0 in Ried. Wie viel Spaß hat das heute als Trainer gemacht? Offensiv war es gut, richtig gut. Defensiv haben wir gemerkt, er musste jetzt ein bisschen umstellen, weil Bino gestern einen Schlag bekommen hat hinten in Oberschenkel, aber es ist nichts Schlimmes. Und Simon Severings krank ist und hat nur 19 Spieler. Deswegen musste auch Leon dann jetzt durchspielen, aber ich muss sagen, bin sehr zufrieden mit dem Auftritt, auch mit dem Tempo im Match gespielt haben, obwohl wir eine Woche im Trainingslager waren. Und ja, bei Felix ist auch nichts Schlimmes. Also war auch keine Zeit in die Vorstellung, sondern weil er was gemerkt hat. Also von dem her glaube ich, ist alles in Ordnung. Die Mannschaft hat sich heute vor allem sehr effektiv präsentiert. Ja, wir haben nur, ich glaube, in der ersten Halbzeit noch zwei Dinger gehabt, die man vielleicht auch machen kann, aber ansonsten war es schon gut. Vor allem mit zwei Toren waren auch richtig gut rausgespielt. Ich glaube, da sind wir jetzt momentan auf einem ganz guten Weg. Defensiv müssen wir uns ein bisschen steigern. In der ersten Halbzeit war es auch noch einigermaßen in Ordnung. Aber da waren auch so zwei, drei Abstimmungsfehler. Aber wir haben noch zwei Wochen bis zum ersten Spiel und schauen wir. Und auch die Jungen wie Leon Klaasen oder Dennis Dressel haben sich auch haben auf sich aufmerksam gemacht. Ja, Leon hat mir sehr gut gefallen. Ab und zu ist er noch ein bisschen ein Stellungsspiel. Mit ihm arbeiten, ein bisschen draufpacken, aber was der Junge jetzt runtergerannt ist, auch nach der Woche, das war schon beeindruckend. Und Dennis kommt immer besser rein. Ich denke, dass er noch mehr drauf hat, also momentan so bei 70% ist. Wenn er noch ein bisschen aktiver wird, dann sich ein bisschen mehr zutraut. Eigentlich mit dem Potenzial, was er hat, glaube ich, kann er ein richtig guter Spieler werden.